Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Kannst du so etwas töten? Und damit wieder ein recht herzliches Willkommen hier zurück zu God of War. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind wieder am Start. Die gleiche Position, in der wir im letzten Part aufgehört haben. Nachdem wir den Fremden vermutlich besiegt haben. Was ich aber nicht glaube. Der wird bestimmt nochmal wiederkommen. Aktuell ist aber hinter dem großen Felsbrocken hier. Unter dem großen Felsbrocken hinter uns. Das wäre richtig gewesen. Begraben. Ja, machen wir weiter. Kratos ist, ja, vorsichtig ausgedrückt, leicht angeschlagen. Okay, dann schauen wir mal, was wir jetzt weiter machen müssen, wo es hingeht. Ich kann auch gerade wieder nichts machen. Kann nur laufen. Oh, Alter. Ich hab's gewusst. Ja, es geht schon wieder los. Als Odin mich hierher geschickt hat, brauchte ich bloß Antwort. Aber du bist einfach zu stark. Schleudere, was du hast auf mich. Ich werde nicht aufhören. Der alte Körper wird versagen. Aber bevor ich es zu Ende bringe, solltest du eines wissen. Ich spüre überhaupt nichts hiervon. Bitte was? Du hast es mit deinen eigenen Augen gesehen. Du kannst mir nichts tun. Nichts kann das. Dieser Kampf ist sinnlos. Deine Gegenwehr ist sinnlos. Es hätte nicht so weit kommen müssen. Du kannst nicht liegen. Ich spüre gar nichts. Aber du fühlst alles. Und doch gibst du nicht auf. Ich bin nicht mein Bruder. Und hättest du mir gegeben, was ich wollte, hätte es nicht so enden müssen. Aber nein. Bringen wir das hier zu Ende. Boah, eine dritte Runde? Echt jetzt? Du kannst mich nicht besiegen! Komm schon! Ich fühle gar nichts! Gar nichts! Alter, was bei ihm abgeht, ne? Erbärmlich. Ich mach dich fertig! Du kannst mich nicht besiegen! Na komm. Ah!
Eieieiei. Ich hatte gehofft, dass du mich im Gegensatz zu meinen anderen Gegnern endlich etwas fühlen lassen kannst. Doch kannst du nicht. Ich glaube nicht, dass es das immer schon, dass es jetzt das war. Ich glaube, der kommt nochmal wieder. Die können sich beide regenerieren. Wer war er? Er kannte mich. Kannte er meine Vergangenheit? Wie haben sie mich nach all der Zeit gefunden? Faye, was soll ich tun? Unser Sohn ist noch nicht dazu bereit, eine Asche zum Gipfel des Berges zu tragen. Wieder rede ich da einfach wieder. Oh, er macht es Tatsache. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich tun soll. Aber wir können nicht hier bleiben. Atreus ist nicht mehr da. Oh, doch. Da war so viel, ich dachte... Geht's dir gut? Mir geht es gut. Komm. Hol deine Sachen. Wir gehen. Bin ich bereit? Nein, bist du nicht. Aber wir haben jetzt keine Wahl. Gib dein Bestes. Ja, Vater. Berg. Das wird eine lange Reise. Ja, aber eine wichtige. Wow, wie ist das denn passiert? So sieht's aus, wenn zwei Götter aufeinandertreffen. Mysterium. Der Fremde. Ein fremder Mann, voller Tätowierungen, kam ins Haus und griff Vater an. Der Kampf muss wild gewesen sein, alles ist kaputt. Vater sagte, ich sei noch nicht bereit, aber dieser Fremde ließ ihn wohl umdenken. Wer war er? Was wollte er von uns? Wir sind doch niemand. Ja, ja. Vater ist nicht unbedingt niemand. Okay, Karte, Map. Das ist unser Ziel, okay. Hier sind wir gerade. Die Kammer. Es gibt immer noch drei unentdeckte Sachen hier, ne?
Oh, jetzt können wir auch endlich rennen. Na, nice. Gibt's hier noch irgendwas, was ich tun kann? Mutter nannte das Seelspray. Lassen sich nicht abbrennen oder abhacken. Okay, also hier geht's erstmal schon mal nicht weiter. Gut, na dann schreiten wir erstmal der Story voran. Mit der Story voran, würde ich behaupten. Schauen, was da noch so kommt. Da ist ein Tor. Das Boot ist immer noch nicht da. Wie geht's hier lang? Jungs, so lang. Okay. Wahrscheinlich nur das Tutorial-Gebiet. Oh, wir sollen da jetzt runter, oder was? Hm, na gut. Wer war er? Ich weiß es nicht. Was wollte er von uns? Wer sind wir denn schon? Hast du ihn getötet? Ich habe getan, was nötig war. Wie er sich einfach immer hinten auf den Rücken von Kratos schwingt. Du hättest sterben können. Lass mich nie wieder allein. Verstanden? Verstanden. Ja, er liebt seinen Vater halt trotzdem. Welcher Sohn tut das nicht? Alter, alles verwüstet hier. Atreus? Habe ich was übersehen da hinten? Wow. Was ein Sprung. Du musstest schon mal Leute töten, nicht wahr? Du bist das gewohnt. Wir tun, was nötig ist, um zu überleben. Tiere verstehe ich. Sie sind Nahrung. Draugar sollten ohnehin tot sein. Aber Menschen wollen doch auch nur überleben. Verschließe dein Herz davor. Auf unserer Reise werden uns alle möglichen Kreaturen angreifen. Verschließe dein Herz vor ihrer Verzweiflung. Verschließe dein Herz vor ihrem Leid. Lass nicht zu, dass du etwas für sie empfindest. Sie haben kein Mitleid mit dir. Ich verstehe. War das schon immer hier? Hilf mir mal darauf. Ja, gleich. Gleich. Erstmal schauen wir uns wieder ein bisschen um. Boah, was? Gute Idee. Hep. Drücken Sie vier, damit Atreus die Kette fallen lassen kann. Junge. Jawohl. Ey, weißt du, eben sind sie noch bis sonst wo in den Himmel gesprungen und jetzt... Eimer? Ein Opferfass? Mutter hat gesagt, Odins Jünger füllen sie mit Geschenken und hängen sie auf, wo Diebe sie nicht erreichen. Der sah aus, als wäre er sehr alt. Töricht. Was meinst du? Die Götter zu verehren? Den Göttern sind sie völlig egal. Menschen sollten keine Monster anbeten. Ja, wie gesagt, eben noch bis sonst wo in den Himmel gesprungen.
Und jetzt schafft er nicht mal hier diesen kleinen Sprung da nach oben, oder was? Okay. Vater, werden wir auf dem Weg anderen begegnen? Ja. Netten Leuten? Nein. Wollen sie uns ausrauben? Gut möglich. Ja. Oh. Hä? Nein. Dann nur ein Shortcut. Zeit war unser Wald von einem Schutzsymbol umgeben. Aber das Symbol ist da unterbrochen. Hast du die abgeholzt? Sie hatte die Bäume für ihren Scheiterhaufen markiert. Aber warum denn? Komm, wir schauen nach vorne. Nee, ich will noch ein bisschen nach hinten schauen. Interessant. Also, wie lange werden wir bis zum Berg brauchen? Ich weiß es nicht. Vor Wintereinbruch? Ich weiß es nicht. Schon gut. Sie sehen uns nicht. Soll ich schießen? Warte auf mein Zeichen. Wenn wir angreifen? Sei still. Ich entscheide, was wir tun. Noch mehr Trauber? Ha! Ich hab's gleich! Oh! Auf den habe ich jetzt nicht geachtet. Ganz schön brutal, Kratos. Das mit dem Betäuben gefällt mir sehr gut. Wie macht er das? Junge, Konzentration! Gefahr.
Gefahrenzeiger. Gefahrenzeiger um Kratos herum zeigen Gegner außer Sichtweite an. Goldene Zeiger kennzeichnen nahe Gegner. Leuchtende rote Zeiger kennzeichnen bevorstehenden Angriff. Leuchtende lila Zeiger kennzeichnen Projektilangriff. Sag mir wann! Okay. Aua. Aua. Könnten den Rage-Modus aktivieren, aber will ich gerade noch nicht. Wie war ich? Habe ich geholfen? Wenn du helfen willst, lenk sie ab. Jeder, der nicht mein Ziel ist, sollte deins sein. Aber nur, wenn es sicher ist. Das kriege ich hin. Schnelle Wände, okay. Ja, schnelle Wände. Wie das hier? Weiß ich nicht. Habe ich schon bei Resident Evil kaum benutzt. Da gibt's was zu lesen. Aber viel interessanter. Gibt's hier noch Loot? Okay, dann nehmen wir das mal noch und dann ist leider aber schon wieder Ende für diesen Part. Sieh her. Ja. Eine Jötnar-Siedlung. Jötnar? Riesen. Du kannst die Schriften lesen? Manche. Nur die Sprachen, die Mutter kannte. Aber sie sind alle irgendwie verbunden. Also kann ich manchmal auch Dinge verstehen, die ich nicht gelernt habe. Weißt du? Nein. Gut, meine lieben Freunde. Dann machen wir hier aber jetzt Schluss. Dann sage ich ganz einfach wieder an dieser Stelle recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderhübschen Tag. Und wenn ihr dann wollt, sehen wir uns im nächsten Part von God of War oder einem anderen Video wieder. Vielen Dank. Haut da rein.